Ready, mach auf, na los. Aber das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Delson, wir haben ein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und? Und sie haben Angst vor dir. Was? Ich hab's dir gesagt, Mann. Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus? Nein, sie wollen dich gar nicht im Bus. Oh, shit. Sie wollen dich nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen. Mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier aufhält? Das tust du nicht. Ist das klar? Die Leute haben noch nie sowas wie dich gesehen. Sie haben Angst. Okay? Und ich verstehe es. Der will die Tür eintreten. Na los! Sir! Nur noch eine Sekunde! Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dich abholen, okay? Das dauert höchstens 5 Minuten. Komm schon, Mann. Ich kann dich nicht in den Bus lassen. 5 Minuten. Also müssen wir die Jungs überzeugen, dass wir gar nicht mal so böse sind. Gut, dann geht's weiter zu Fuß. Mhm. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an, falls wir uns verlieren. Oh, du meinst... Ich muss rauffahren. So, weiter geht's. Das war ziemlich tödlich? Nö, ist es nicht okay. Also nichts okay, nichts schlimm. Die geplante Stilllegung der Brücke 520 auf Anordnung des IOP beginnt in Kürze. Alle Fahrzeuge und Personen haben die Straße. Klingt nach einem sinnvollen Hinweis. Doch, definitiv. Ich habe die Arbeiter rübergebracht. Das IOP, die Brücke räumen. Komm dich holen, also. Reggie, hörst du mich? Was ist da los? Hallo? Shit, Verbindung abgesprochen. Wir sind gut. Oh, nein, 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 nein! Oh. Shit. Oh, diese Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Definitiv. So, wo bist du denn? Komm mal her, mein Freund. Aber du möchtest auf die Fresse? Oh, ja, ich nehme zu viel Schaden. Dieses Spiel hat da Bock zu machen. Und da wir, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, wir besiegen. Wir sind nicht alle Monster. Herzlich willkommen zu Infamous Second Son. So, wir machen auf jeden Fall erstmal gutes Karma, weil wir wollen ja zu dem Guten gehören. Wir wollen die Leute ja überzeugen, dass wir nicht böse sind, dass wir denen eigentlich gar nichts tun. Und das tun wir hiermit auch. Wir versuchen immer so gut wie möglich, gute Taten zu vollbringen. So. What the fuck? Was denn gerade? Das frage ich mich auch gerade. Oh Mann, antworte doch! Oh mein Gott. Das war ja. Die Frage ist, wie weit kommen wir? Wahrscheinlich nicht sehr weit. Ich
habe das blöde Gefühl, diese Jungs suchen nach uns. Diese Jungs. Ich komme, Rich. Überquere die zerstörte Brücke, wenn ich jetzt hier irgendwie rauskommen würde. Kann ich keine Autos fahren? Oder so. Ich hätte auch fahren, wollte auch fahren aus den Autos. Versuchen wir es. Okay, Cosmos, immer her damit. Okay, langsam. Ich muss mal kurz, dass ich mich auf dem Auto stellen. Wir brauchen Autos zum Jumpen. Ui! Erstmal wieder Kernrelais farmen. Für diese Supersprünge. So, was nun? Aua. Reggie? Der Sinn? Was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Seattle wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Aber pass auf dich auf. Mein Rauch. Okay, mach ich. Bis dann. Halt still! Ich halte der Sinn. Schon fast drüben. Ja. Durchhalten, Delson. Schon fast drüben. Perfekt. Gott, lass das sein! Verdammte Brücke! Scheiße, als wären wir hier gerade über die komplette. Auf alle Proben der Welt gestellt. Oh, Depp. Jawohl. Eieieiei, Hilfe! Und dann der Bus. Nein! Verdammt! Wir sind scheinbar zu spät, oder? Naja, unser Bruder ist wieder rausgekommen, aber wir müssen helfen, sie Reggie, bis vorher fällt. Ja, klar, gerne. Nicht lustig. Geht schon.
Sieh doch mal. Wow. Offenbar hast du sie im Griff, deine neuen Symptome. Stimmt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass... Nein. Mir fällt keiner ein. Das ist schon ziemlich abgefahren. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Mhm. Ja. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein normaler Bioterrorist. Normal? Nein. Nein. Nicht wenn du mit normal. Die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich Hast weiß. Du mich auf der Brücke gesehen? Hab wir ich. Schaffen diese Typen. Hey, lass uns doch erst versuchen, es unbemerkt durch ihre Kontrollpunkte zu schaffen. Ach, was? Okay? Das macht es viel einfacher, durch die Stadt zu kommen. Okay, gut, gut. Wir machen es auf deine Art. Ganz subtil. Okay. Also, versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Hey, mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese DOP-Typen haben vielleicht nicht so viel Kraft wie du. Wie die natürlichen Bioterroristen. Aber die Regierung hat ihnen genug verpasst, um Hackfleisch aus uns zu machen. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. So, betreten Sie Seattle durch eine DUP-Scan-Station. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Detroit Become Human. Da waren ja die Androiden, ja. Auch die Bösen wurden so gescannt. So, wir lassen die jetzt einfach mal komplett in Ruhe, damit wir nicht hier irgendwie auffallen. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hättest du dich aber bitte bedenkt. Ich könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bioterroristen auftauche. Okay, Mr. Boss. Schusswaffe. Ich bin Polizist. Da Bus mit zu seinen Freunden. Jetzt sehen wir uns hier nicht durch. Aha. Immer schön einzeln, ha? Huh? So. Schauen wir mal, ob wir gut sind. Fuck. Besten 2 von 3. Das hin, hau ab! Den Teufel werde ich! Wir wurden getrennt. Bist du okay? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich was habe. Scheiße, Mission gescheitert. Ja, diese Zentrale müssen wir zurück. So, das probieren wir in der nächsten Folge dann.